Ja, es hat ganz schön geschneit in New York, war der Wahnsinn gestern. Heute hat sich's beruhigt, der Schnee hat aufgehört, die Straßen werden geräumt nach und nach. Ist ein bisschen mehr Verkehr, ein bisschen mehr los und kommen wir gleich zur Börse. Also wir haben ja da fast schon so eine Blasenbildung, würde ich mal vermuten. Aber ich als Buy-and-Hold-Anleger, ich kaufe natürlich weiter. Langsam, gediegen, ich mache keine verrückten Sachen. Ich mache einfach Buy and Hold, viele langweilige Aktien. Aber ich muss dazu sagen, also ich sehe schon Indizien, Zeichen, dass wir in so eine Blase reinkommen. Es liegt an den vielen Depoteröffnungen, bei Discount-Brokern, bei diesen ganzen Apps, die es gibt, ob das jetzt in Deutschland ist oder USA oder anderswo in Europa oder auch in anderen Ländern. Wir haben eine Börseneuphorie, das kann man schon sagen. Das muss ich sagen. Woran sieht man das? Ja, wir haben viele Eröffnungen von Kunden, Neukunden bei Discount-Brokern, bei Apps, sowas wie Trade Republic. Überall werden neue Depots eröffnet, gerade junge Anleger. Die sind sehr spekulativ, die Trades kosten wenig oder gar nichts mehr und deswegen wird viel mehr gezockt. Dann werden Depots beliehen, es wird sehr spekulativ investiert in verschiedene Konstrukte. Die meisten Trades sind sehr kurzfristig und deswegen sehe ich Alarmsignale. Depots werden beliehen mit Krediten, also Wertpapierkredite werden aufgenommen. Es werden sehr spekulative Aktien nach oben getrieben, sowas wie GameStop. Das ist ein Alarmsignal. Es ist eine richtige Euphorie ausgebrochen unter Anlegern, die im Grunde gar keine Erfahrung haben oder ganz neu sind an der Börse. Und das sind halt alles Alarmsignale, die ich sehe. Wir haben ein Cape-Ratio, das ist von Robert Shiller entwickelt worden, ein Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften. Mit dem habe ich schon ein paar Mal gesprochen, schon ein paar Mal interviewt. Das Cape-Ratio hatte eines der höchsten Stände, ähnlich wie 1929 oder im Jahr 2000, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Das sind halt alles Alarmsignale, aber Leute, man kann es nicht timen. So eine Übertreibung, die kann lange laufen, die kann noch weitere 2 Jahre laufen, 3 Jahre laufen, 1 Jahr, man weiß es nicht. Deswegen mache ich Buy and Hold, ich kaufe sogar weiter zu. Aber ich spekuliere nicht, ich investiere überwiegend langfristig. Ich kaufe solide Aktien, aber auch angeschlagene Aktien mit höheren Risiken. Ich kaufe die und lasse die liegen wie einen alten Schinken. Mache ich Fehler? Selbstverständlich. Wir machen alle Fehler. Deswegen, das ist die Börse. Das sind hohe Risiken, vieles Ungewisse. Und irgendwann gibt es eine Korrektur, irgendwann kann die Blase platzen. Und dann werden sich viele Leute, viele Anleger eine blutige Nase holen. Gerade die ganz spekulativen halt. Hier steht was von Fangaktien, Futures und Options. Genau, da wird viel gezockt. Da wird auch das Geld verdienen mit dieser ganzen Zockerei. Einige Hedgefonds sind ja schon am kollabieren, die auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, wo die Trader die Aktien aufgekauft haben, nach oben getrieben haben, eben sowas wie AMC, die Kinokette, die angeschlagene, durch die Corona-Krise angeschlagen sind, die durch und natürlich auch GameStop, der Online-Spiele-Einzelhändler, der am Leiden ist. Weil heute werden die Spiele verkauft, die Konsolen über Amazon oder Online-Shops und nicht über Retail-Shops. Hier stehen ein paar Leute an für Tests. Ich glaube, die
wegen einem Corona-Test hier so eine kleine Arztpraxis. City MD. Ich weiß gar nicht, ob die geöffnet sind, aber es könnte sein. Heute ist einiges geschlossen wegen dem massiven Schneefall. Ist schon so 30 cm oder so, 20 cm Schnee gefallen. Und die heute Nacht wird es weiter schneien. Es hat also noch nicht aufgehört. Es schneit und schneit und schneit. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Man kann ja nicht den ganzen Tag in der Bude sitzen. Aber die Straßen sind kaum geräumt, deswegen ist auch niemand, ganz wenig Autos sind unterwegs, wenig Leute auf den Fußgängen, auf dem Gehweg unterwegs. Ich glaube, der Bürgermeister hat so eine Art Notstand ausgerufen, weil wegen dem massiven Schneefall. Ja, also wir haben eine Börsenblase, wir haben eine Börsenübertreibung, aber wir müssen dazu sagen, wir haben auch negative Renditen. Das heißt, wenn du heute ein Sparbuch hast, ein Girokonto, du zahlst Gebühren, du kriegst im Grunde Negativzinsen abgezogen. Das heißt, du verdienst unterm Strich gar kein Geld. Deswegen macht ja zu einem gewissen Grad auch die Börseneuphorie Sinn. Das leuchtet ja auch rein. Aktien mit zum Beispiel Dividendenaktien machen Sinn in so einer Phase. Gerade jetzt gibt es ja viele Gründe, die dafür sprechen. Insofern ist vielleicht die hohe Bewertung auch in gewisser Weise auch rational. Aber wir haben halt auch eine Euphorie, was Wachstumssachen angeht. Und deswegen muss man vorsichtig sein. Ich würde nicht Haus und Hof verwetten. Du setzt nur das ein, womit du gut schlafen kannst und gehst natürlich keine extremen Risiken ein. Das wäre ja verrückt. Es gibt schon Spekulationen, dass Exxon Mobil gesprochen hat, mit Chevron und über eine Fusion verhandelt hat. Man sieht gerade den Ticker hier durchlaufen. Das wäre im Grunde wieder ein Monopol, was dann entstehen könnte. Das hatten wir ja schon mal mit Standard Oil, das dann zerschlagen worden ist. Aber die Ölaktien und Ölfirmen haben es natürlich schwer. Der Ölpreis ist im Keller, wir haben eine Wirtschaftskrise wegen Corona. Es wird kaum gereist, es wird kaum gependelt. Die Ölnachfrage ist am Einbrechen, im Stagnieren. Zumal neue Energien gefragt sind wie Wind, Solar, Biomasse und so weiter und so fort. Ja, die beste Strategie ist halt, ich glaube, weiterhin Buy and Hold machen, weil man kann es nicht timen. Man kann die Börsenkurse nicht timen. Auch wenn man noch so viel ausrechnet und noch so viele Charts studiert, man kann es einfach nicht herausfinden. Und wäre es so einfach, würden es alle machen. Deswegen mache ich Buy and Hold, so wie es Warren Buffett macht. Ich lasse das Depot liegen, ich mache aber keine verrückten Spekulationsgeschäfte mit irgendwelchen Papieren, die ich nicht überblicken kann, und Finanzkonstrukten. Ich habe langweilige ETFs, die lasse ich einfach liegen auf den S&P 500. Ich habe langweilige Aktien. Ich habe ein paar spekulativere Positionen. Ich habe auch Small Caps. Ich habe ein paar Turnaround, ein paar heiße Turnaround-Aktien wie Airlines. Das gehört dazu. Das kann man ruhig einstreuen in so einer Krise, aber man muss mit den Risiken leben. Ich weiß, ich habe da ein hohes Risiko, dass so eine Airline auch scheitern kann oder so ein Kreuzfahrtschiffanbieter wie Carnival. Das kann in die Hose gehen, damit muss ich leben, das gehe ich ein, das Risiko. Deswegen sind das nur Beträge, mit denen ich leben kann, wenn das scheitert, die ich da einsetze in solche Aktien. Ich streue, ich habe eine hohe Streuung über viele Länder, über viele Branchen. Ich habe aber hauptsächlich Amerika und Deutschland bei mir im Depot. Ich habe ein bisschen Kanada, ich habe ein paar Minen, ich habe alles möglich. Ich habe Öl, ich habe Banken, ich habe Chemie,
ich habe Lebensmittel, ich habe Wachstumsaktien im Depot, alles Mögliche. Eine breite Streuung. Ja, das Problem, was wir bei vielen Menschen haben in Deutschland, ist, dass sie halt eben die Börse meiden, weil sie Angst haben, weil sie es nicht verstehen. Dann machen sie ihr Geld auf Tagesgeldkonten. Da bringt es eben eine negative Rendite. Oder sie machen Lebensversicherungen. Wenn man die ganze Inflation abzieht, ist eine Lebensversicherung unterm Strich, bringt das überhaupt nichts. Es kann sogar ein Verlustgeschäft sein. Ja, deswegen sind auch die Leute demotiviert zu sparen, weil sie eben nicht wissen mit ihrem Geld. Sie wissen nicht, wo sie es hintun sollen. Und dann haben sie auch entsprechend wenig Motivation, etwas zu tun. Dabei sind eine gute Alternative eben ETFs. Langfristig in den Aktienmarkt investieren, vielleicht in den globalen Aktienmarkt. Und einfach jeden Monat das ansparen. Aber das wird eben nicht gemacht, weil die Leute Angst haben oder es keine Kenntnis davon, dann nimmt man Produkte, wo man glaubt, dass man geschützt ist und alles gut und dann sowas wie auch Riester oder so, wo dann im Grunde so ein Versicherungsvermittler einen abzockt und eine hohe Provision kassiert und die Gesellschaft auch hohe Gebühren abzockt. Und da bleibt dann auch unterm Strich nichts übrig, wenn man alle Gebühren berücksichtigt und hinten, wenn man dann die Beträge bekommt, wird dann Steuer noch fällig und Sozialbeiträge. Also das Problem ist, dass man sich schon informieren muss und nicht einfach dem Bankberater dann vertrauen kann. Oder da werden dann auch teure Fonds gekauft mit Ausgabeaufschlägen, die sehr hoch sind. Und da hat man unterm Strich nach Abzug der Inflation auch nichts oder minimalste Renditen. Deswegen, man muss sich schon selbst informieren und dann am besten machst du ein Depot bei einem Discount-Broker, machst einen Sparplan auf einen sehr günstigen, mit ganz geringen Gebühren, ein ETF-Sparplan, wo du jeden Monat Geld reinputterst. Und im Idealfall sind es eben nicht 100 Euro im Monat, sondern schon deutlich mehr, würde ich sagen. Natürlich hängt das ab, auch von deinem Einkommen, von deinem Nettoeinkommen. Aber das sollte schon ordentlich sein, weil die Altersvorsorge, die gesetzliche Rente, die reicht heute nicht mehr. Darauf kann man sich nicht mehr verlassen. Das alleine führt im Grunde in die Altersarmut. Du musst ja noch andere Standbeine aufbauen und vielleicht machst du nicht nur ETFs und machst vielleicht noch andere Dinge. Wie zum Beispiel kannst du hergehen und kannst dir vielleicht in Immobilien eine Mieteinnahme schaffen, dass du vielleicht eine Eigentumswohnung kaufst, eine kleine, und die vermietest oder Garagen vermietest oder es gibt ja viele Möglichkeiten. Und dann hast du verschiedene Standbeine, hast du ETFs, hast die gesetzliche Rente, vielleicht noch irgendwas anderes und so kannst du dir dann also dein Ruhestand aufbauen und kannst sogar vielleicht, wenn du besonders fleißig bist, eine hohe Sparquote hast und besonders aggressiv in Aktien gehst in jungen Jahren und das mehrere Jahrzehnte durchziehst, kannst du vielleicht auch früher gemütlich in den Ruhestand gehen und kannst viel früher als der Durchschnitt, vielleicht 10 Jahre früher oder 15 Jahre früher. Also da gibt es ja ganz besonders Eifrige, mit einer hohen Sparquote kann man sich sowas ermöglichen. Aber die Kunst ist eben, dass man da auch am Ball bleibt, eisern spart und eisern investiert mit einem langen, langen Blick und sich nicht abbringen lässt. Das Problem vieler ist halt, die lassen sich abbringen und da hast du mal eine schwere Börsenkorrektur und dann springen sie raus und kriegen Angst und das muss man dann halt auch durch die ganzen Börsenzyklen durchziehen, durch die niedrigen, durch die Krisenzeiten. Wir haben ja alle 10 Jahre eine neue Krise, so wie es ausschaut. Einfach durchziehen, denn dann spart man weiter und investiert weiter in die Börsenmärkte, wenn sie unten sind und kriegt entsprechend mehr Anteile. Ja, also eine Aktie, die ich gut finde, ist Bet at Home. Das ist ein Spieleanbieter, Online-Gaming machen die. Aus Düsseldorf, Sportwetten, Poker-Games und virtuellen Sport bieten die an. Da kann eben gezockt werden, gerade jetzt wegen Corona haben die Leute mehr Zeit zu Hause, Homeoffice, sie gehen nicht in Urlaub, die Hotels sind geschlossen. Die Casinos sind geschlossen, deswegen wird mehr gezockt. Und die haben sogar, der Vorstand hat gesagt, wir haben die Gewinnprognose sehr gut erreicht. Das vierte Quartal lief exzellent.
Und das EBITDA hat sogar die Bandbreite deutlich übertroffen. Die haben im letzten Jahr 30,9 Millionen Euro verdient auf EBITDA-Basis. Also die haben die Ziele übertroffen und am 8. März wollen sie die Zahlen vorlegen. Die haben so knapp 290 Mitarbeiter, 5,3 Millionen Kunden. Die haben Büros in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar, auch wegen den Lizenzen, sind eben in Europa tätig. Wenn du dir mal anschaust, MGM Casino aus Las Vegas, die sind ja auch börsennotiert, da habe ich ein paar Aktien eingesammelt. Die haben während dem Lockdown natürlich brutal gelitten. Die wollten die Entain PLC übernehmen, eine Firma aus dem FTSE 100 aus England, für 11 Milliarden Dollar, hat nicht geklappt. Aber der Konkurrent Caesars Entertainment, der hat für 3,7 Milliarden die britische Spielefirma William Hill übernommen. Also der Markt ist in Bewegung und da wird viel gekauft und fusioniert. Wenn du mal schaust, die Online-Aktien im Spielebereich, die gehen richtig ab. Zum Beispiel DraftKings ist gestiegen um 340% im letzten Jahr, der Kurs. Die machen eben Online-Games. Und die Penn National Gaming ist um 240% explodiert im vergangenen Jahr. Also da ist wirklich Fantasie drin. DraftKings kam im April an die Börse. Und jetzt nochmal zurück zu Bet at Home. Die haben zuletzt bezahlt 2 Euro Dividende. Das ist sehr viel, basierend auf dem Kurs. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die auf 2,40 Euro erhöhen, Dividende je Aktie, dann hast du eine Dividendenrendite von 6,2%. Das ist richtig knackig. Wenn du das KGV nimmst, auf Basis der Analystenschätzung sind wir irgendwo bei 9 auf Basis 2020. Ein Problem, ein Nachteil ist die Regulierung in Europa. Diese ganzen Online-Spielanbieter werden strikt reguliert. Da gab es jetzt nochmal eine neue Einschränkung für Online-Sportwetten, dass das beschränkt ist auf 1.000 Euro je Kunde und Monat. In Deutschland zumindest haben die das reduziert, dass die Leute eben nicht hier Haus und Hof verwetten und alles verspielen. Und die starke Regulierung ist wirklich ein Problem für diese ganzen Online-Game-Anbieter. Aber trotzdem ist die Aktie sehr stark abgestürzt und auf dem niedrigen Niveau ist das KGV, die Bewertung sehr, sehr günstig, die Dividendenrendite ist sehr knackig und zumal der Markt in Bewegung ist, es gibt eben viele Übernahmen und das ist ein reiner Online-Anbieter, also ich finde die Aktie Bet at Home sehr spannend, ich habe sie nicht. Aber es ist natürlich auch mit hohen Risiken verbunden. Das hier ist auch keine Anlageberatung. Sowas kann auch schief gehen. Aber alles in allem, wenn ich alle Risiken reinnehme, finde ich, das ist eine attraktive Aktie. Das ist mein Fazit, mein persönliches Fazit. Aber es ist keine persönliche Anlageberatung. Das muss ich immer 100 Mal dazu sagen. Man kann es nie oft genug sagen.